a 2.0. Die Funktion p hat die eine Gleichung der Form y ist gleich minus 0,5x² plus bx plus c. Ihr Graph ist eine Parabel mit dem Scheitelpunkt s minus 2 und 1,5. Geben Sie die Gleichung der Parabel in der Scheitelpunktsform an. Ja, schauen wir eine Formelsammlung nach. Was wissen wir denn über die Scheitelpunktsform? Scheitelpunkt finden wir auf Seite 4. Jawohl, und da sehen wir auch sofort die Scheitelpunktsform. Ja, diese Form brauchen wir. Hier setzen wir den Scheitelpunkt ein. Für x, s und y, s kommt die Koordinaten des Scheitelpunkts. Dann brauchen wir noch diesen Öffnungsfaktor a. Wo kriegt man den her? Glücklicherweise steht der natürlich in der Aufgabe drin. Ja, das ist immer der Faktor Form x². Damit haben wir dann eigentlich schon alles, was wir für die Scheitelpunktsform brauchen. Y ist gleich, also a. A ist minus 0,5. Mal Klammer auf, das x bleibt stehen. Und jetzt minus xs. Hier sage ich jetzt immer verkürzt, nehme die x-Koordinate vom Scheitelpunkt und drehe das Vorzeichen um. Also plus 2 in Klammern hoch 2. Und die y-Koordinate schreibt man so ab, wie es ist, also plus 1,5. Ja, jetzt haben wir die Gleichungen der Parabel in Scheitelpunktsform. Sind wir schon fertig.